Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute haben wir zwei super tolle Blindbags und ein Fass voller Schleim. Und in diesen Schleim sind total coole Spielzeuge drin. Okay, unser erster Blindbag für heute ist ein Rabbids Blindbag. Ihr kennt vielleicht die Sendung Rabbids erobern die Welt. Hier sind lauter kleine Hasen und Figuren drin, die aus allen möglichen Ländern von der Welt kommen. So, wir schneiden die Packung jetzt einfach mal auf und hoffen, dass wir eine tolle Figur und vielleicht ein paar tolle Sammelkarten haben. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Also, wir haben hier eine Figur, eine Sängerin. Ja, sie scheint aus ganzem Herzen zu singen, hält ein Mikrofon in der Hand, geschlossene Augen. Wollen wir mal nicht stören beim Singen? Könnt ihr eigentlich auch singen? Singt ihr in der Schule oder singt ihr in einem Chor? Schreibt es mir mal in die Kommentare, mich interessiert das Ganze mal. Ich kann mich erinnern, als Schüler habe ich auch immer gesungen. Im Chor. Okay. Ja, hier haben wir noch einen Aufkleber und eine Sammelkarte. Tolle Sache. So, Rainbow Dash, was meinst du? Was machen wir als nächstes auf? Das nächste Blindbag? Genau, ein Disney Wikis Blindbag. Und ihr wisst es vielleicht, wir hatten diese Woche schon verschiedene solche Blindbags geöffnet und es waren immer wirklich aufregend tolle Disney-Figuren hier drinne und meist noch ein kleiner Sticker. Und ich bin auch gespannt, wen wir heute haben werden. Und? Hey, schaut mal, das ist Olaf der Schneemann von der Eiskönigin von Frozen. Ja, das ist definitiv Olaf der Schneemann. Genau. In weiß mit roter Nase. Vielleicht haben wir das nächste Mal auch eine Elsa oder eine Anna drinne. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir noch dieses mysteriöse Fass voller grünen Schleim. Und diesen Schleim werden wir jetzt einfach mal aufmachen. Und dann schauen wir mal, wen wir bekommen. Ich kann schon Spielzeuge erkennen. Ja, na, gar nicht so einfach, das hier rauszubekommen. Und, hey, das ist Violetta aus dem Disney-Film Die Unglaublichen. Ich habe den Film Die Unglaublichen nicht gesehen, aber wenn ihr ihn gesehen habt, lasst es mich mal wissen in den Kommentaren, was ihr denkt über den Film. Und, ja, hier haben wir Patrick, der Seestern und Freund von SpongeBob. Okay, hier nochmal die Rabbids-Figur, hat mir sehr gut gefallen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsspielzeug in diesem Video gewesen ist, was eure Lieblingsfigur war. Und vergesst nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Gunnar und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam Blindbags und Überraschungseier auspacken. Bis dahin, auf Wiedersehen.